So Leute und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ich bin auch wieder recht gut gelaunt. Ich hoffe, ihr doch auch bei den Umständen entsprechend. Jedenfalls Leute, heute ein neues Format. Ich hatte ja schon mal vor ein paar Monaten bzw. in längerer Zeit her Meinungsblog-Videos gebracht. Da habe ich meine Meinung zu verschiedenen Themen gesagt oder auch YouTuber kritisiert. Das Ganze möchte ich nochmal machen und zwar deswegen dieses neue Format. Bisschen anders und zwar behandle ich diesmal mehrere Themen in einem Video. Das ungefähr einmal im Monat. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr, wenn irgendwas Wichtiges passiert oder weniger. Mal gucken. Jedenfalls, Leute. Die heutigen Themen sind erstmal Covid-19. Oh, sorry. Jeder von euch hat es schon zu Genüge gehört. Und mich haben ein paar gefragt, was ich in meiner Freizeit mache und so weiter. Deswegen. Anderes Thema ist Disney Plus. Der Streamingdienst kam am Dienstag raus. Welchen haben wir? Alexa, welches Datum hatten wir am Dienstag? Da war der 24. März 2020 und da kam Disney Plus raus. Ich habe es mir vorher schon gekauft und ich wollte dazu auch mal meine Meinung sagen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Vorschläge zu Themen habt, gerne ab in die Kommentare damit. Das sah komisch aus. Ab in die Kommentare. Und Infokarte habe ich im letzten Video wieder vergessen, wie immer. Jedenfalls Leute, ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit diesem Video und wir sehen uns gleich wieder. Auf der Couch, auf dem Sofa, fangen wir erstmal mit Disney Plus an. Und zwar, Disney Plus hat am 24. März 2020 gestartet. Und ich habe mir den Streamingdienst eigentlich schon recht früh gekauft. Und zwar, das war am 22. Da war nämlich ein Frühbucherrabatt. Ich habe mir vorher schon über die verschiedenen Titel, die da reinkommen, informiert. Und ich bin sowieso ein recht großer Star Wars Fan. Und halt auch Marvel und so weiter. Deswegen hat sich es für mich persönlich schon gelohnt. Außerdem kostet Disney Plus monatlich 6,99 Euro. Im Vergleich zu Netflix wäre das 1 Euro günstiger. Ich habe es mit Frühbucherrabatt, wie gesagt, gekauft, beziehungsweise meine Eltern. Und ich habe ihnen das Geld gegeben. Vom Angebot her kann ich zu Disney Plus nur sagen, ihr habt Zugriff auf alle Marvel-Filme und alle Marvel-Serien, die in letzter Zeit rauskamen. Jetzt noch nicht die neuen aus dem Kino oder so, sondern erstmal zum Beispiel so Filme wie Black Panther oder Avengers Endgame und so weiter. Also alle, die von 2019 ungefähr sind. Nach und nach sollen laut Disney auch noch welche nachgeschoben werden. Ich persönlich kann von den Streaming-Diensten aber sagen, top. Also für mich mit der beste Streaming-Dienst, den es im Moment auf dem Markt gibt. Ich blende jetzt lieber mal unbezahlte Werbung. Oder? Da unbezahlte Werbung, denn ich kriege dafür keinen Cent. Ich wollte einfach nur meine Meinung mal dazu sagen. Jedenfalls. Star Wars und Clone Wars habe ich schon geschaut. Ich bin großer Star Wars Fan, wie bereits gesagt. Ich heiße ja auch. Denn dazu gibt es erstmal nur 2 Folgen, genauso wie The Mandalorian. Jetzt gerade schaue ich mir die Marvel-Filme an. Und ich bin im Großen und Ganzen, wie gesagt, ganz zufrieden. Ihr müsst natürlich für euch selber entscheiden, ob es sich für euch lohnt. Ob ihr halt diese verschiedenen Marken mögt. Auch Disney-Originalfilme sind drin. Jedenfalls, Leute. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, das ist Covid-19. langsam kann ich dieses Thema echt nicht mehr hören. Aber ich wollte noch mal kurz sagen, was ich in meiner Freizeit mache dazu. Ich schneide ziemlich viele Videos, probiere mich ein bisschen aus. Design mal Passantnetz und so weiter, dies, das, ihr kennt es alle. Oder ich probiere zu streamen, wenn es gut klappt. Zocken tue ich relativ selten, auch jetzt nicht, wenn ich Zeit habe oder so, ich weiß nicht. Es gibt irgendwie gerade kein Spiel, was mich 100% begeistert. Außerdem telefoniere ich gerne mit anderen Leuten, das ist manchmal ganz gut bei sozialen Kontakten, also um soziale Kontakte so wieder zu bekommen. Ich gehe ein bisschen raus, also soweit es möglich ist, also im Garten und so. Und das kann ich eigentlich auch jedem empfehlen, nur einfach so, wenn ihr einen Garten oder einen Balkon habt, einfach mal da rausgehen. Und sonst vertreibe ich mir noch meine Zeit mit ein bisschen Sport. Sieht man das? Sieht man. Jedenfalls, Leute, ich würde sagen, das waren auch schon meine Meinung zu den 2 Themen. Oder mein Interesse. Ich hoffe, ihr versteht es. Wenn ihr Themenvorschläge habt, ab in die Kommentare damit, wie bereits gesagt. Das war ein kürzeres Video. Aber ich wollte dieses Format auch erstmal so ein bisschen anführen. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt, keine Ahnung.